Damit herzlich willkommen zurück. LS19 Foot Empire. Außergewöhnlicher Name. Mit Brandy. Und Glücki, hallo. Und seiner Seilaktion. Ja. Hat der Arbeitgeber würde sagen, das ist ein Hochseilakt. Sprich, sind sie viel risikobereit? Ja, stell dir mal vor, du hättest da jetzt Verkehr. Müssen sie halt anhalten oder ausweichen. Na klar, wenn du das Ding dann rumziehst, so der Baum schon so ganz kurz an der Seite geschliffen. Das muss so! Naja! Ja, 158 K haben wir noch. Da probiere ich nachher gleich mal den Rückenwagen aus. Also ich muss ja alles jetzt ausprobieren, ne? Guck mal so, also weil selber habe ich noch nicht, ich habe noch nicht einen Baum gefällt. Ja. Also wenn es jetzt ums Solo geht, ne? Guten Tag. Lass mich mal hier fort, du kommst noch durch. Das ist alles gut, sie könnten mir ja mal hier helfen hier, die. Soll ich da helfen? Sie haben eine Gabel, die, mit der Gabel, die mal gerade ziehen. Dass die nicht am Zaun kleben bleiben. Nicht Candy. Nicht Candy. Komm nur mal hier. Gut, meine Hübe geht nicht. Warum? Achso, weil ich hinten bin. So, von nee, von der anderen Seite, die kleben doch am Zaun, das sehen sie ja. Hat das wieder verrieben? Ne, die lassen sich, die haben hinten keine Lenkachse, die Bäume. Was? Ja. Ne. Lass doch ein bisschen rüberziehen, aber bis sie gehen. Sie müssen vorne links einschlagen, bis sie rumkommt, sonst zieht sie weiter nach links. Ja, ich bin schon am Maximum. Du bist Maxim. Rechts. Du sollst nach links fahren. Ach. Nach links, Alter. Nach links. Vielleicht zieht sie dann rum. Wieso, zack, zieht sie rum. Oh, Wahnsinn. Ja, sie haben in Physik aufgepasst. Nee, nicht in Physik aufgepasst, das ist einfach ganz normal ein Fahrzeug. Naja. Also, arbeiten mit Anhänger oder irgendwas hinten dran. Ach, easy. Hängen sie ja schon wieder? Ja, irgendwo hängen, ja. Ich dass das Gefitzel ist, was sich hier irgendwo festhängt. Ja. Ziehen sie nochmal an, ich guck mal, wer sich bewegt. Ja, jetzt geht's. Ja, es war glaube ich der kleine ganz links, der hing ja an diesem Fußwegding fest hier. Also, ja. Also, die Brücke hat ja links und rechts so eine kleine Erhöhung, dieses Metall. Ja. Jetzt müsstest du die eigentlich dort reinschlichten irgendwie. Ja, eigentlich, warten Sie mal. Ich müsste, nee. Willst du reindrücken? Nee, ich muss hier einfach nur den nochmal anhängen. Dass ich den hier anziehe. Dass da mitten in die Zone kommt. So halt. Sieht trotzdem blöd aus. Ja. Kann ich doch nicht dafür, dass der Trigger so ist, wie er ist. Schieben Sie den mal bitte. Hui! Einfach so ein bisschen, dass sie da halt nan sind. Wie geht das? Den ein bisschen rum. Wir hätten noch mal wissen, was das jetzt so in Köln bringt. Weil ja, die Leute haben, weil so die Zuschauer haben die Kommentare geschrieben, je länger sie sind, desto mehr Kohle bringen sie. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bäume, davon 3 lange. Das sind aber halt jetzt auch die, ne? Kiefer. Das sind jetzt auch die Kiefer, ne? Ja, ich probiere einfach mal. Ja. 10. Weil es halt auch nur Kiefern sind. Ja. Ja, sie laden hier ab. Huch. Ja, huch. Müssen sie mich ja nicht gleich berühren. Na, ich habe vorne das Gewicht, also das ist wirklich vorne beim normalen Fahren. Nicht so. Kannst du nicht fahren. Ja. Schwer. Durch für hinten. Also, warte mal, da kann ich mir aber auch mein Gewicht stellen, Slip, das wäre für den immer gar nicht mehr so interessant. So, tja, was nehmen wir denn da? Das Sucher, würde ich sagen. Ne, das ist Marcel Ferguson. Case. 2,4er müsste reichen. Ich klatsch die nur so hin. Oh.
müsste ich ja jetzt deutlich weniger haben. Weil wir hatten ja jetzt gerade lange und das, ich habe jetzt komplett geschnitten. Oh. Da werden wir ja sehen, was ich jetzt habe. Ich habe definitiv nicht die Masse gehabt, die du jetzt gehabt hast. Oh, das ist ja. Wenn das jetzt auch 10.000 sind, dann ist es scheinbar das egal. Ja. Nee, das geschnittene mehr bringen. Ich habe also, weniger Masse. Stimmt, oder? Oder was? Alles hier hinschmeißen. Bumm. Da ist einfach alles in diese Krallen reingeschwaddelt. Aufräumen macht er nachher nicht, wa? Jetzt los. Was hat tierisch geruckelt? Hat es gespeichert oder sowas? Ja, der speichert alle 5 Minuten. Ja, das war komisch, das Ruckeln gerade. Ich bin das sonst ja, gut, ich habe auch einen Baum immer irgendwie geschmissen auf der Map gesehen. Achso. Nochmal so ein Kapitel hier. Schützen hoch. So, gucken wir mal. Achte. Ach, zwei. Aber ich hatte ja nur wirklich den kleinen Hänger nur, ne? Hm. Das war aber auch alles, Ja, dann machen wir mal, was die Zuschauer geschrieben haben. 8 Meter. Das soll das Beste sein. Ja. Wurde noch geschrieben. Probieren wir es halt mal mit 8 Metern, wenn gut ist. Schauen wir mal den anderen Rückgewachen. Machen Sie das. Wie abgesprochen. Wir hatten es schon erwähnt in anderen Folge. Wer es nicht gesehen hat, muss jetzt nochmal zurückspulen. Nicht klar. Den haben wir uns jetzt in dieser schicken Farbe. Oh. Voll mit roten Felgen? Nee, das sieht's bitte nicht. Das sieht aus wie Kindergarten. Das kannst du nicht machen. Nee, das ist Kindergarten, hab ich gesagt. Richtig derbes Design kommt da drauf. Oh ja. Oh ja, obwohl der hat nur 80 PS soll der noch haben, ne? Geil. Guck mal. Wo ist der Händler überhaupt? Ach, da ist er gleich hier. Oder Brücke. Stimmt ja. Sieht das brutal aus. Also damit darfst du definitiv keinen überfahren. Das ist dann sowas wie Akupunktur. Ah, ja. Gucken wir erstmal, was bei dem alles geht. Also, wir haben ein Schiebeschild. Hinten das hoch und runter machen. Auf und zu. Und ich glaube auch noch drehen, oder? Ne, drehen kannst du nicht. Das ist halt ein bisschen langsam. Aber auch von innen. Cool. Was? York Road. Oh, das ist ja geil. Hallo. Okay, wenn wir dann in den Sumpf kommen, dann gibt es den natürlich noch mit Zwillingsbereife. Das wird so brutal. Den Großen willst du jetzt da hinziehen? Nee, ich will den hier erstmal. Ich will den hier erstmal auf dem freien Platz, bitte. Hallo. Okay, hallo. Keine Chance. Wie beim Platz, was? Steh ich nicht. Also jetzt, nee, einfach hier, wo sie jetzt sind, wo nicht so viel Gebüsch ist. Ach, da hinziehen? Ja. So, bring mich hin, ich hab mein Schild. Achso, das Schild haben. So grottenhässlich, das Ding, Alter. Was? Ja, der Böhm! Das ist so grottenhässlich. Wenn er nackt ist, war? Ah. So, ja, das ist hier, den habe ich euch auf Korn hervorgehoben. Wer Korn habt noch nicht kennt, Leute, ihr habt die Kontrolle über euer Leben verloren. geht auf Korn.army, macht euch das als Startseite, das ist die Seite für Mods. Guck mal, das scheiß Ding mal aus, ist laut wie Sau. Ja, Marcel Ferguson 320. Da gibt es sogar einen passenden Tieflader dazu. Ob das Marcel Ferguson ist? Das ist Marcel Ferguson. Ist das sicher? Ja. Ich habe noch nie bei Marcel gesehen. Guck dir die Ketten an, das ist ein wichtiger. Das ist Marcel Ferguson. Das ist halt, ich glaube, das alte, so uralt Logo von denen, weil das ist ein. Das ist ein Rück 70er aus das. Oder nee, ach nee, stimmt, 80er. Irgendwas stand da vor der 80er. Das ist das alte MF-Logo. Deadvision. So, naja, dann viel Spaß wünsche ich Ihnen. Das Problem ist, ich kann, glaube ich, hinten das Ding nicht. Warte mal, ich kann es so machen.
Los, hoch und runter. Genau. Und das ist. Runter, hoch und runter. Ne. Doppel. Ne, das geht leider nicht. Gab es da nicht auch eine Tastenbelegung, wo das ging? Das war schon mal Mutter Start, die Tastenbelegung. Na, Wahnsinn. Das war J in Engel, aber das auch ein Runder. Dann gab es doch. Ich weiß nicht. Ja, dann war H und B auch nicht. Das wurde Uwe, ja. Ach, das ging noch irgendwie anders, weil hinten kann ich es irgendwie nicht drehen. Eins beide Maustasten gedrückt haben. Ja, da kannst du nur auf und zu machen. Achso, ja, das Ding lässt sich das überhaupt drehen? Nee, es sieht nicht so aus. Obwohl es hat irgendwie so ein Gelenk schon dran, ne? Ja, aber das Gelenk ist nicht fürs Drehen gedacht. Naja, ganz in der drin. Ja gut, dann ich mach mir einfach mal welche um und dann versuche ich mal. Machen wir mal. Ein Glück. Okay, hier haben wir mal eine Fichte. Wurde erst mal rumgefichtet mit dem Fichtenmöbel. Auf jeden Fall. Was steht da? Taifun, verbleibende Seile, 22,6 Meter? Ja, weil die Taifun an ist, im maximalen Abstand, den du davon haben kannst. Achso. So, ich teste mal. Das testen, ach Leute, testen sie mal. Erstmal mit einem Baum, ne? Na klar. Boah, da nebelt aber richtig schön hinten rein, also oben aus. Wie das ist. Du bist schon so arm, du. Da freut sich der Werder MF-Freund. Da hat er's gepackt. Da hat's mich gepackt, das Baumfieber. Das geht schon, ist halt schwierig. Ist eigentlich nur zum Rausrücken gedacht. Ne? Ich fahr den jetzt einfach mal so dorthin. Das müsste jetzt aber relativ gutes Geld geben, weil das ist ja. Fichte. Ah ja. Was du jetzt im Garten hast, oder was? Ja. Also. Müsste eigentlich besser bezahlt sein jetzt. Lässt sich aber schön platzieren mit dem Ding. Echt schön. So, gucken wir mal. Ja, hast du gesehen? Wahnsinn. Ja, das war jetzt E-Böhm oder was? Ein einziger, ja. Das war auch kein großer. Ja, ja. So ein Mittelteil. Ja, lohnt sich. Ja, na, also zwischen einem 2000. Ja. Aber jetzt nicht mit gerade so extrem teuren Maschinen, ne? Das war natürlich auch irgendwann schon noch so ein Bonze holen oder so, ne? Klar. Die Frage ist nur, wie viel kriege ich in die Kralle rein? An diesen großen Bäumen, weißt du, habe ich da gleich mal 4 oder 5 Tag und weg, aber da hat der auch nicht so viel Leistung. Nö. Verschluckt. Ja. Am Holz.
Ach oh, nee, da war ein Bodenkäfer mit drinne. Ja, der. Die dürfen abmoder werden. Ja, das soll ich nicht vergessen. Ich muss jetzt erstmal. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Warte, ich muss mal abschneiden, sonst kann ich nicht beenden. Ah ja, sonst wird's. Genau. Und tschüss. Tschüss.